Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal Conface. Neben mir sitzt Hendrik und wir beide haben zusammen Anfang August diesen Jahres ein Unternehmen gegründet. Genau, und wir machen gewerbliche Videoproduktionen, das heißt Imagefilme, Eventvideos und Content Marketing für Unternehmen. Für die Selbstständigkeit haben wir uns hier in Essen ein Büro angemietet. Hier werden zum einen natürlich das ganze Equipment gelagert, zum anderen haben wir hier natürlich auch unseren Schnittplatz und unser Studioraum, in dem jetzt auch dieses Video entsteht. Da hier viel Elektronik und viel hochwertige Elektronik rumliegt, ist das Thema Sicherheit ein ganz wichtiger Faktor. Naja, und dafür, oder da kam es ganz gelegen, dass uns dann zufällig auch die Firma Switchbot angeschrieben hat und uns ihre Produkte zur Ausstattung des Büros zur Verfügung gestellt hat. Genauso sieht's aus. Deshalb an dieser Stelle auch schon mal vielen Dank an Switchbot für die Bereitstellung der ganzen Produkte. Also wir haben von Switchbot Überwachungskameras, Fenstersensoren, Bewegungssensoren und noch vieles mehr bekommen. Und das haben wir alles für euch ausgiebig getestet und das möchten wir euch in diesem Video einfach mal näher bringen, was da so unsere Testergebnisse waren. Die Einrichtung der Smart Home Geräte von Switchbot ist tatsächlich ziemlich einfach. Die App ist übersichtlich, gut sortiert. Genau, auf jeden Fall. Das Einzige, was mich nur so ein bisschen gestört hat, also ich habe hier einen Großteil der Sachen eingerichtet und wir haben halt sehr viele von diesen Fenstersensoren und man hat jedes Mal wieder bei jeder Einrichtung neu die Anleitung bekommen und das zieht sehr viel Zeit und ist ganz schön unnötig. Essentiell für die Einrichtung ist der Switchbot Hub Mini. Damit geht quasi das ganze Netzwerk, was man hier aufbaut, geht damit ins Internet und auch über Alexa lässt sich das durch den Switchbot Hub. Also das ist ein sehr wichtiger Bestandteil, um das Ganze dann halt in Amazon Alexa und so weiter einzubinden. Und ein weiterer sehr cooler Fakt ist, dass dieses Teil auch als Infrarot-Fernbedienung genutzt werden kann. Das heißt zum Beispiel für Fernseher, Beamer oder diese billigen LED-Stripes, die man dann auch smart machen kann. Wir haben hier für jeden Raum, das war ganz besonders wichtig, eine Kamera installiert. Und zwar, da ist gleich positiv aufgefallen, dass eben die Kameras vor allem eine Stromversorgung haben. Genau. Das heißt, man muss da nicht regelmäßig Akkus oder Batterien wechseln. Da muss ich auch ehrlich sagen, das war bei mir so ein Bedenken, dass die halt eben Akkus haben und dass man hier halt irgendwie nach, weiß nicht, einem Vierteljahr oder so hier die ganzen Akkus austauschen muss bei den Kameras. Und das ist Gott sei Dank eben nicht so. Ja, allerdings muss man auch sagen, dass natürlich dadurch halt auch eine Stromversorgung gebraucht wird. Und wenn man jetzt vielleicht nicht gerade so wie wir Steckdosen an der Decke hat, dann kann das natürlich auch schnell zum Problem werden. Also das sollte euch auf jeden Fall bewusst sein. Dann schnell ist uns positiv aufgefallen, dass die Auflösung der Kameras ja erstaunlich gut ist, auch gerade in Anbetracht des Preises. Und die Kamera verfügt sogar über eine Nachtsicht, die automatisch bei Dunkelheit wechselt, sofern man das einstellt. Genau, also die sieht auch echt super aus. Ist dann zwar in Schwarz-Weiß, aber ganz ehrlich, zum Überwachen reicht es. Einzig negativ ist vielleicht, dass man sehen kann, wenn die Kamera im Nachtsichtmodus ist. Das heißt, sie hat dann so einen roten LED-Ring und ich sag mal, Einbrecher werden sehr schnell die Kameras dann bemerken. Ja, dann ist uns negativ aufgefallen, dass zumindest bei einigen Indoor-Cams Störgeräusche drin sind, weil man kann über die App tatsächlich auch Ton übertragen und manche Mikros sind einfach irgendwie total kaputt. Ja, mag an der Qualitätskontrolle liegen, aber ja, das sollte euch vielleicht bewusst sein. Und die Aufnahmen werden zum einen lokal auf der Kamera gespeichert. Es gibt aber eben auch die Option, die auf einer Cloud zu speichern. Hierfür muss allerdings Cloud-Speicher bei Switchbot dazugekauft werden und der ist doch recht teuer. Also wenn man das gerade, und das ist eben das Problem, man muss das für jede Kamera einzeln machen und wenn man da 10 Kameras hat, dann ist man schnell einige 100 € los. Also das auch nochmal als Negativpunkt für die Kameras. Dann würde ich an dieser Stelle einfach mal weitermachen mit den Kontaktsensoren. Wie eben schon angesprochen, haben wir die an jedem Fenster und an jeder Tür bei uns installiert. Diese Einrichtung war, wie gesagt, eigentlich sehr einfach, hat sehr gut funktioniert, waren direkt Klebestreifen dran. Allerdings haben diese Kontaktsensoren interne Batterien, das heißt wahrscheinlich wird man so, ich schätze mal nach einem halben Jahr, hier einmal rumgehen müssen und alle Kontaktsensoren bei den Batterien tauschen müssen. Zu den Bewegungsmeldern muss man ganz positiv sagen, dass der Radius, in dem er reagiert, sich einstellen lässt in der App und zum anderen super mit den Automatisierungen, die man auch in der App einstellen kann, koppeln lässt. Genau. Und was mir auch noch sehr positiv aufgefallen ist, ist die Alexa-Einbindung.
Weil die Sensoren, die Bewegungssensoren werden wirklich in der Alexa-App als Gerät anerkannt. Das heißt, man kann sie auch ganz normal in Routinen von Amazon Alexa einbinden. Darüber hinaus haben wir von der Firma Switchbot zur Ausstattung unseres Büros eine Handvoll Glühlämpchen bekommen. Ja, genau. Also die haben wir auch noch bekommen. Ich weiß gar nicht, wie viele, aber sind auf jeden Fall sehr cool an sich. Sie funktionieren über WLAN und im Weißspektrum machen sie auch ein sehr schönes Licht. Also im Vergleich zu Philips Hue sehr ähnlich, würde ich sogar sagen. Des Weiteren haben wir von Switchbot noch das Switchbot Meter bekommen, gleich zwei Stück davon. Das ist auch ein sehr cooles Teil und zwar ein smartes Thermometer, was sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit messen kann und das Ganze auch zum Beispiel an Amazon Alexa weitergeben kann und damit kann man dann ein paar coole Routinen einfach anlegen. Das ganze Setup von Switchbot lässt sich ganz verschieden automatisieren. Dazu hat Henrik auch noch mal ein Video auf seinem Kanal produziert. Das findet ihr jetzt hier oben verlinkt oder wie gesagt alternativ auf seinem Kanal. Umfassend, und ich denke, wir beide sprechen da jetzt aus unserer Erfahrung, wir haben das ganze Ding jetzt einen Monat getestet. Die Produkte sind gut, sie sind vor allen Dingen auch günstig und haben trotzdem einen, ich sag mal, guten Qualitätsanspruch. Qualitätsanspruch. Also ich finde auch gerade so die Fenstersensoren und vor allem die Kameras haben mich für den Preis echt überrascht. Und wie Martin schon sagte, ich denke, wir können euch das beide sehr empfehlen. Und das sagen wir nicht, weil wir die Produkte kostenlos bekommen haben, sondern das ist wirklich unsere ehrliche Meinung. Über den Link in der Videobeschreibung könnt ihr auf die Website von Switchbot kommen und dort alle Produkte, die wir hier über die wir hier gesprochen haben und noch viele weitere, ja, finden und auch bestellen. Ansonsten bleibt, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Doch, eine Sache habe ich noch, ja. Und zwar, wenn ihr das am Black Friday kauft, die ganzen Switchbot-Sachen, gibt es da nochmal extreme Rabatte und zudem haben wir für euch auch nochmal einen Rabattgutschein in der Videobeschreibung, den könnt ihr auch noch nutzen und dann noch mehr Rabatte einfach absahen. Also ich denke, gerade mit den Rabatten dann noch da drauf, lohnt sich das auf jeden Fall. Hier findet ihr jetzt noch zwei weitere Videos, die euch eventuell interessieren könnten. Ja, wir bedanken uns fürs Zusehen und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss!